Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stiftung Fuseltest. Heute wieder mit uns, also ihm und mir. Mahlzeit. Heute im dicken Pelz sind viele kleine Polyesterfilme dafür gestorben, weil es hier draußen so ein bisschen arschkalt ist. Und wir haben jetzt hier für euch mitgebracht, das hier. Schon übel aus. Also, bei mir geht's. Ja. Ich wollte gerade kurz noch was dazu sagen. Und zwar, Guldendrag, Goldener Drache, ist ein belgisches Bier und gab es, glaube ich, auch beim Lidl. Und 10,5%. Ja, und die sagen dunkelrote Trippel. Das authentisch dunkelrote Trippel. Also, ja, dann. Was hast du gesagt? Wie viel? 10,5. Genau, 10,5, so. 33 Ziel. So, Wurzelke. Wurzel. Angenehm, süßlich, malzig. Ja. Es kommt schon so ein bisschen, also der Abgang ist ein bisschen herb. Ja, die Malznote ist ganz schön krass. Aber trotzdem, nur. Ja, also. Das ist so mal, so für zwischendurch ist das nicht verkehrt. Ich denke mal, den ganzen Abend kann ich ja nicht saufen. Nee, also aber ich bräuchte auch was zu essen dafür eigentlich. Also sowas zum Beispiel zu Burger. Wir sind ja dabei. Ja, genau. Also so ja. Grillsutschuk und so ein Zeug, ja. Aber, oder Burger. Burger, glaube ich, würde da auch richtig gut dafür gehen. Irgendwas Fettiges. Kannst du ja jetzt rundlutschen. also irgendwas Fettiges, Herzhaftes zu essen würde ich da eigentlich ganz gerne haben dazu. Zur Farbe von dem Bier kann ich jetzt nicht wirklich was sagen. Die sagen, es ist ein dunkelrotes Bier. Ich sage, es ist eine weiße Flasche. Ne? Also, es ist zumindest ziemlich lichtgeschützt verpackt. Also, ich nehme jetzt nochmal einen Schluck. Aber ich habe den Verdacht, dass auch wieder so ein Bier, was aus dem Glas trinken muss. Mal. Dummes hat man nasse Finger. Ach. Ja, also sieht jetzt auf jeden Fall im Becher schon mal, ja, ist ziemlich rötlich, rotblond. Aber wie es jetzt schmeckt, ich will jetzt nicht den Schaum jetzt hier eigentlich so. Boah, ich rieche schon wieder wie eine Brauerei, Alter. Egal, ich rieche gerne wie eine Brauerei. So. Okay, dann würde ich sagen, geben wir dem Ganzen noch 30 Sekunden. Ja, Leute, ne? Ich trinke das dann einfach mal. Fick dich doch. Und? Ist besser als aus der Flasche? Ich schmecke da jetzt keinen Unterschied. Da schlürf mal schön dein Ciao. Lass ihn dir schmecken. Besser mein Schaum als dein Schaum. Ja. Besser kein Schaum. Lass mir Bier rein. Schaum ist eine prägende und charakteristische Geschmackskomponente. Du Barbar. Das ist nur, weil er den eingießen kann. Aber ist okay. Können tue ich das schon. Aber ich habe es diesmal nicht getan. Das sehen wir. Aber ich habe es diesmal einfach nicht getan. Also grundsätzlich leckeres Bier. Ja, ich finde, es schmeckt tatsächlich so besser als aus der Flasche. Da kommt dieser arschige Nachgeschmack nicht so durch. Weil das mit dem Malz, also da sind halt teilweise ziemlich hart geröstete Malze drin, glaube ich. Also, und die sorgen halt für ein bisschen bitteren Abgang und das ist halt nicht schön. Also bitter ist okay, wenn es vom Hopfen ist. Bitter vom Malz her finde ich nicht gut. Ja. Aber auf jeden Fall kann ich eigentlich schon ganz gut empfehlen, halt aus dem Glas trinken und dann, glaube ich, wird das eine ganz nette Reise. Damit du Bescheid wisst. Wir haben keine Fernbedienung, deswegen muss der Kollege immer wieder aufstehen. Ja, das schneide ich raus. Bis bald. Bin ja auch zur nächsten Folge Stiftung Fuseltest.